Jo Leute, was geht? Wie ihr unschwer im Titel erkennen könnt, spiele ich heute gegen Hüseyin Bulut. Wisst ihr, wer Hüseyin Bulut ist? Jetzt musst du so Nein machen, Bruder. Auch wenn die ihn kennen, du musst Nein machen. Nein, ich erkläre euch mal, wer Hüseyin Bulut ist. Hüseyin ist aktuell bei Dortmund unter Vertrag. Er spielt für die U23, hat auf jeden Fall einen Profivertrag. Und wenn es so weitergeht, er ist ein sehr stabiler Spieler. Wird er inshallah nächstes Jahr sogar vielleicht für Dortmund in der ersten Mannschaft spielen können. Dieses Video ist eine Kooperation mit Adidas Glitch. Checkt mal meine Schuhe ab. Wie findet ihr meinen Outfit? Zeig, siehst du stabil aus oder nicht? Bruder, ja. Du bist so sexy. Oder wegen diesen Schuhen habe ich einfach Bock, wieder mit Fußball anzufangen. Das ist bitte krass. Nicht. Bitte kein Fußball. Einfach spiel FIFA, aber kein Fußball, Bruder. Ich bin Profifußballer gewesen. Was Hüseyin kann ich schon lange, wenn ich will. Ich werde euch Hüseyin herausfordern, gegen mich zu spielen. Er wird mit Dortmund spielen, ich mit Besiktas. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Man munkelt, dass wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dass ihr diese Schuhe am Ende des Videos eventuell gewinnen könnt. Krieg ich? Nein, du nicht. Warum nicht, warum? Digga, das geht nur um meine Zuschauer. Ich schau doch auch deine Videos. Hey, ich schau doch auch deine Videos. Bevor ich die auf eBay Kleinanzeigen verkaufe, würde ich die gerne an euch verlosen. Hüseyin, wartet auf mich auf dem Fußballplatz. Ich gehe ihn jetzt suchen und dann werde ich ihn herausfordern. Let's go. Komm mal mit, Leute. Ich stelle euch mal jetzt Hüseyin vor. Sieht gar nicht gestellt aus oder so, ne? Überhaupt nicht. Mach weiter, Bruder. Lass ihn nicht stören. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Nicht stören lassen. Ja, wie geht's? Tamam, reicht jetzt! Hüseyin, was geht? Alles Beste, Bruder, bei dir? Natürlich, alles gut. Was du nie gesehen? Ihm, Allah, ich würde dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt, aber würde mich trotzdem freuen, wenn du dich kurz selber vorstellst. Ich finde das immer so richtig süß, man ist immer so nervös, man weiß nicht, was man sagt. Aber Digga, jetzt mit Elan, wer bist du? Ich heiße Hüseyin. Ja? Bin 19 Jahre alt, spiele bei Borussia Dortmund U23. Geil. Ich bin 21, heiße Can und hänge immer noch auf YouTube ab. Da lachst du, ne? Ja. Weißt du, was wir heute machen, Bruder? Ja, wir spielen doch hier. Nein, wir werden FIFA spielen. Du gegen mich. Besiktas gegen Dortmund. Bist du dabei? Ja, klar bin ich dabei. Okay, was spielen wir? Das lasse ich mir einfallen noch. Also wenn du gewinnst, lass dir was einfallen? Ja. Weißt du, was ich will? Was denn? Wenn du deinen Profivertrag hast und in der ersten Mannschaft spielst, will ich bei deinem ersten Spiel dabei sein und ein Live-Reaction-Video machen. Okay. Okay? Aber ich will nicht so diese Dingsplätze irgendwo ganz oben oder so. Ich will da sein, wo ich dich anschreien kann oder wo ich dich richtig sehen kann. Okay. Abgemacht? Ja, abgemacht. Okay, ich werde eh gewinnen, deswegen ich will gar nicht wissen, was du an Ansprüchen hast. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit oder bist du nur bereit? Ich bin bereit. Okay. Bist du gut in FIFA? Ja, klar. Scheiße. Let's go. Bist du bereit? Ja, klar. Willst du verlieren? Nein. Digga, du wirst safe verlieren. Ja. Ja, du würdest mich auf dem Platz würdest mich zerstören, aber hier, das ist mein Gebiet. Lass uns erst spielen. Guck mal, mit diesen Glitch-Schuhen, ne? Weil ich diese Schuhe anhabe, ich überlege gerade mit meinen Schuhen zu spielen. Weil diese Schuhe geben Kraft. Verstehst du, wie ich meine? In der Uhr liegt die Kraft und in den Schuhen liegt auch Kraft. Ganz einfach. Let's go! Jetzt geht's los hier in Nancy Town. Ich werde jeden zerstören. Jetzt ist Larin aber Ich bin 21, Bruder. Ey, warte! Das ist mein Taktik, Digga. Ey, Jungs, wenn ihr Bock habt, dass ich mit Hüseyin mehr drehe, ich hab nicht Bock auf Live-Reaction, ich muss Hüseyin auf jeden Fall noch dazu, warte! Boah! Ich muss Hüseyin dazu bringen, dass er bei Besiktas spielen wird, dann kann ich immer Live-Reaction machen, ich bin immer VIP. Spielst du auch FIFA? Nein. Ey, ich sag ganz, du hast was anderes, ne? Okay, ich muss mich noch mal konzentrieren, Leute. Wer ist dein Lieblingsspieler? Ronaldo. Nennen wir jetzt einen Grund, nennen wir drei Gründe, warum Ronaldo nicht Messi als Beispiel. Nein, ich mach kurz vor und dann kannst du die andere Frage beantworten. Oh! Yes! Nicht. Er will mir die Frage einfach nicht beantworten, er nimmt das Spiel ernst als ich gerade. Ja, ja. Ist klar, das ist ein Tor. Karius! Karius! Hast du gesehen, Champions League Finale? Ja. Ehrenmann. Oh mein Gott. Scheiß auf Ronaldo. Tamam, Ronaldo ist ein Linkspieler, aber guck mal, was jetzt mit dir macht. Das ist leichter. Das ist leichter. Okay, dann ist mir jetzt eine andere Frage. Jetzt führst du, jetzt kannst du ja mit mir besser reden. Ja. Wer von den Dortmund-Spielern ist am korrektesten so menschlich? Natürlich kannst du jetzt keinen schlecht reden, aber mit wem verstehst du dich am besten, wenn du mit denen so trainierst? Mit Jane eigentlich. Okay. Ja, aber ich kann nicht so gut Englisch, deswegen. My English is all very good, man. If you want, we can make this video in English. Weißt du, wie es damals bei mir war? Ich war Stürmer, ne? 6 Jahre lang. Wäre ich Abwehrspieler gewesen, also wäre ich als hätte ich Abwehrspieler gespielt, dann wäre aus mir vielleicht was geworden. Aber ich war immer so, ich bin so riesig, ne, aber hab die Tore gemacht oder so, weißt du? Und meine Mutter jedes Mal, ich weiß noch, wir haben gespielt, meine Mutter hat immer geschrien, für mich war das immer peinlich. Wie ist das bei dir gewesen früher? So typisch Türken auch, so ganz Familie ist da und schreien, so ist es! Oder wie war das bei dir? Sind die bei dir ruhig?
Erzähl, Bruder! Du wirst zwei Mal, Bruder, können wir ein bisschen erzählen, Alter! Am Anfang waren die dann so, die haben nicht so geschrien, ja, wie du geschrien hast. Ja. Aber so, die standen im Außen, da wo ich gespielt habe. Nein! Ja. Aber die haben nicht so geschrien, die waren halt schon ruhig. Jedes Mal, ich hab jedes Mal so eine große Fresse und da verliere ich. Wisst ihr, woran das liegt, Leute? Weil ich sitze so nah am Bildschirm. Ich muss immer vorne sitzen. Ich habe eine Idee. Drei Mal. Beste Idee. Ey, was gibst du mir, wenn ich dieses 3-0 noch drehe? Was kriege ich von dir, wenn ich dieses 3-0 jetzt noch drehe? Was du willst. Komm, Mann. Ja! Ja, komm weg! Komm weg, komm! Mit dieser Kraft, in der Loli, ist die Kraft, in Glitch gibt die Kraft. Glitch Power, Glitch. Glitch, du hast auch viel Schwung, deine sind nicht aktiv, meine sind aktiv. Ich hab nicht nur die, ich hab sogar noch die in meiner Hand. 3-1, Bruder. 3-1. Ich werde mit meinem Pulver trotzdem cool, wenn ich dieses Spiel drehe. Als Platzwart hätte ich bei euch sein in Dortmund. Let's go, Under Jackson, Hero, Under Jackson 5, Under Jackson, Party Torino. Nein. Abseits. Abseits. Ja! 4-1 doch nicht. Oder? Erzähl was über euch. Was fällt dir als erstes in deinem Reus Dings? Leider zu viel verletzt. Oh, okay. Oder erzähl mal, was guckst du da eigentlich so? Bist du auf YouTube eigentlich unterwegs? Nein. Gar nicht? Ein aus meiner Familie. Okay. Ich bin. Erwähn ihn, Bruder, mach ich irgendwie. Ja? Ja. Wie heißt dein Cousin? Der heißt Ali, also auf YouTube. Was macht er für Videos? Ali TV. Fortnite-Videos. Fortnite, okay. Mach doch mit ihm eine Challenge, Digga. BAA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 A
im Video. Welche Schuhe verlosen? An mich selbst. Ich muss schnell kommentieren.